Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 2 Tage bis Ostern. Es ist Karfreitag und wir schauen auf einen Menschen, der seine Hände in Unschuld wäscht. Es ist Pilatus. Er ist mittendrin im Geschehen, hauptverantwortlich und Treiber des Prozesses gegen Jesus. Karfreitag, der Tag des Todes Jesu. Viele Menschen in Deutschland haben traditionell an diesem Tag schwarze Kleidung angelegt, um in den Gottesdienst zu gehen. Das lässt sich vielleicht erklären, wenn man das Wort Karfreitag ableitet aus dem althochdeutschen Wort Kara, das Klage oder Trauer bedeutet. Aber Martin Luther selbst hatte diese Bedeutung nicht hauptsächlich im Sinn. Für ihn kam die Bedeutung von Karfreitag aus dem Lateinischen, von dem Wort carus, das man mit lieb, gut oder wertvoll übersetzen kann. Und so sagen es die Menschen in Großbritannien auch heute noch. Good Friday, ein guter Freitag. Der Freitag der Erinnerung daran, dass Jesus gekreuzigt ist, aber auch der Tag, der uns daran erinnert, dass an diesem Tag unsere Schuld am Kreuz getragen worden ist. Und niemand war so nah dran bei der Verurteilung als dieser römische Statthalter Pontius Pilatus. Er war Statthalter von 26 bis 36 nach Christus dort im Land und er allein durfte Todesurteile sprechen, nicht die Juden. Wenn wir in Dilbrecht unseren Konfirmanden zur Konfirmation ein Kreuz um den Hals hängen, dann ist das für mich ein ergreifender Moment. Aber das wirklich Entscheidende ist, bist du von der Wahrheit ergriffen? Nimmst du es ernst, dass Gott diesen Weg gegangen ist mit seinem Sohn hinein ins tiefste Leid? Nimmst du es also ernst, dass er bei den Menschen ist, die am Boden liegen? Kommst du da mit? Hast du Barmherzigkeit? Oder steht dir der Wahrheit noch etwas im Wege? Ist die Liebe Gottes für dich ein Wort, von dem man immer mal wieder hört in der Kirche? Oder ist es ein Ereignis? Etwas, was du erfährst im Glauben? Nimmst du dir Zeit, dich als geliebtes Kind Gottes vor seinem Angesicht zu sehen? Nimm dir diese Zeit jeden Tag neu. Dann wird Gottes Liebe in deinem Leben mehr und mehr zu einem Ereignis und nicht zu einem Kopfwissen. Dieses Ereignismoment hatte Pilatus nicht. Er steckt in politischen Sachzwängen und hat viele Aufgaben, die schwer sind. Und er verschließt sich deshalb der Begegnung mit Jesus. Er steht ihm zwar gegenüber, aber ein wirkliches Gespräch findet nicht statt. Er ist in seiner Wahrheit gefangen und am Ende fragt er sich noch nachdenklich, was ist überhaupt Wahrheit, hat aber nicht gemerkt, dass die Wahrheit in Person da ihm gegenübersteht. Dieser Mann, der entweder schuldig oder unschuldig ist, der entweder ein Hochverräter ist oder nicht. Pilatus sieht aber Jesus nicht wirklich, begegnet ihm nicht. Er ist eher eine Nummer für ihn, eine unangenehme Begleiterscheinung. Er muss den Richterstuhl ausfüllen, ob er es will oder nicht. Und das sei uns eine Warnung. Das Kreuz steht für die Gnade Christi, die Vergebung der Schuld. Hüten wir uns davor, uns auf den Richterstuhl zu setzen. Und aus dem Grund, dass der Richterstuhl ein gefährlicher Stuhl ist, weil er immer auch das Risiko eines Fehlurteiles birgt, aus dem Grund ist in vielen Ländern natürlich auch die Todesstrafe abgeschafft worden, weil man nicht Schuld auf sich laden will, die nicht wieder rückgängig machbar ist. Aber er,
dieser Pilatus fand ja eigentlich keine Schuld an Jesus, aber er hat sich treiben lassen. Treiben von einer aufgebrachten Volksmenge. Und das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist, dieser Menge zu signalisieren, macht ihr nur, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und er denkt, er ist da raus aus der Nummer von Schuld und Gnade und Vergebung ist er nicht. Das Problem allerdings war, dass in der Kirchengeschichte die Juden allgemein für den Tod von Jesus verantwortlich gemacht wurden. Aber so einfach war das nicht, wenn wir diese Geschichte uns genau durchlesen. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir in der Kirchengeschichte die Juden zu einem Sündenbock gemacht, wo wir selbst der Grund sind, dass Jesus ans Kreuz gegangen sind, weil er ist für dich und für mich gestorben. Wir können also es nicht einfach dulden und laufen lassen, wenn wir Ungerechtigkeit sehen. Und vor allem, wir können es uns auf gar keinen Fall erlauben, uns auf den Richterstuhl zu setzen. Und wir müssen wissen, dass wir uns nicht, es nicht so machen können wie Pilatus, der meint, er kann sich selbst freisprechen. Das geht nicht. Die Wahrheit ist, dass nur allein Christus unsere Schuld vergeben kann. Und so die Frage an dich, die 15 Minuten, die du verbringst, wie gestaltest du eigentlich Karfreitag? Wie wäre es, diesen Karfreitag als einen Good Friday, als einen guten Freitag zu gestalten, als einen Freitag, an dem deine Schuld vergeben worden ist, an dem deine Schuld getragen worden ist, an dem Gnade und Barmherzigkeit in dein Leben gekommen ist? Und wenn du das zu einem späteren Zeitpunkt hörst, dann sei dir einfach bewusst, das, was an Gnade und Barmherzigkeit Jesus am Kreuz teuer für dich erkauft hat, das gilt jeden Tag. Und so schlage ich vor, verbringe wieder deine 15 Minuten mit Jesus in der Liebe Gottes und bedenke die Stichworte Gnade, Barmherzigkeit, geliebt zu sein. Und lies Matthäus Evangelium Kapitel 27, die Verse 11 bis 26.